Erstmal, was ich nicht machen werde, ist ein Versuch der Würdigung Lenins als historischer Figur. Das heißt, ich werde darauf verzichten, das in ein Verhältnis zu setzen zur historischen Situation, in der Lenin gedacht und gehandelt hat, sondern ich werde vielmehr mir die Frage stellen, was bedeutet es heute, sich auf Leninsche Theoreme zu beziehen. Ich werde auch davon absehen, dass die meisten Texte Lenins Polemiken in politischen Auseinandersetzungen sind. Ich werde davon absehen, heißt, ich werde jetzt nicht referieren, auf welche Theorien er sich da kritisch bezieht und was sie beinhalten. Und ich werde des Weiteren Lenin systematisieren in der Art und Weise, wie er selber nicht systematisch gedacht hat, weil seine Texte doch eher verstreute Theoreme sind und ich werde versuchen, die zusammenzuführen. Insofern könnte man sagen, das ist eine in kritischer Absicht eine leninistische Lesart Lenins. Das hat eine immanente Rechtfertigung darin, dass Lenin sich als Wahrer und Wiederhersteller der in seinen Worten wahren marxischen Lehre begriff. Und über diese Lehre schrieb er 1913: Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Sie ist in sich geschlossen und harmonisch. Sie gibt den Menschen eine einheitliche Weltanschauung. Das heißt, Lenins Versuche der vermeintlichen Wiederherstellung und Aktualisierung von Marx als Beiträge zur Wahrung, Festigung und Aktualisierung einer geschlossenen Weltanschauung verweisen dann auch auf einen systematischen Anspruch. Eben wenn man bedenkt, dass er sich als Wahrer und Wiederhersteller der wahren marxischen Lehre begriffen hat. Und dieses Vorgehen hat auch natürlich auch einen pragmatischen Grund, denn ich würde sagen, nur in dieser Systematisierung lässt sich überhaupt Lenins Denken in einem Zusammenhang darstellen und kritisieren. Was ich auch nicht machen möchte, ist einen Beitrag zur Identitätspflege leisten, sondern vielmehr einen zur Selbstkritik der Linken, weil ich behaupten möchte, dass einige dieser Theoreme doch auch Verbreitung haben, noch heute in der Linken weit hinaus über Zusammenhänge, die sich explizit positiv auf Lenin beziehen. Und dann, das hoffe ich eigentlich nicht sagen zu müssen, aber ich tue es trotzdem, selbstverständlich kein antikommunistischer Vortrag, sondern das ist eine Kritik, die ausgeht von der Notwendigkeit universaler Befreiung, gerade vor diesem Hintergrund Lenin kritisiert. So, also kommen wir zum ersten und schwierigsten Teil zu Lenins, ich würde sagen, undialektischen Materialismus, man könnte auch sagen, erkenntnistheoretischem Amoklauf. Das Folgende bezieht sich in erster Linie auf die Schrift Materialismus und Empiriokritizismus. Auch das, wie gesagt, wie alle, eigentlich nahezu alle Schriften, oder wenn nicht überhaupt alle von Lenin, eine Polemik. Aber das hier mal außen vor. Also weil ich Lenin eben jetzt immanent kritisiere, werde ich seine Begrifflichkeiten hinnehmen. Er hat so eine spezifische Art, Dinge an sich und Erscheinungen zu unterscheiden. Das macht, wenn man das von Kant her nimmt, wo das ja herkommt, keinen Sinn, wie er das macht, aber das steht hier außen vor und ich nehme das jetzt erstmal so hin, wie er das halt formuliert. Und um da einen Einstieg zu kriegen, möchte ich erstmal dieses erste Zitat vorlesen, was ihr auch auf diesem Zitatenzettel findet. Und zwar steht da: Materie fasst Lenin als eine philosophische Kategorie zur Bezeichnung der objektiven Realität, die dem Menschen in seinen Empfindungen gegeben ist, die von unseren Empfindungen kopiert, fotografiert, abgebildet wird und unabhängig von ihnen existiert. Das ist nach den Herausgebern des Bandes der Leninwerke, in dem Materialismus und Empiriokritizismus in der DDR erschienen ist, die klassische Definition der Materie. Und nach Lenin selbst bedeutet definieren vor allem, einen gegebenen Begriff auf einen anderen, umfassenderen zurückzuführen. Das war ein Zitat von ihm.
aus selbiger Schrift. Das heißt also hier, Materie wird zurückgeführt auf den umfassenderen Begriff der Realität und die letztere, die Realität, wird auf das Prädikat Objektiv eingeschränkt. Und dann würde ich sagen, diese Nebensätze, die dann noch dazukommen, die mit die jeweils beginnen, das sind, die gehören jetzt nicht zur Definition im engeren Sinne. Das sind nur nähere Bestimmungen dann der zuvor definierten Materie. So, und jetzt hat diese Definition nur dann ein Gehalt, wenn es auch eine nicht-objektive, also eine subjektive Realität gibt. Denn sonst wäre objektive Realität gleichbedeutend mit Realität schlechthin. Und damit würde Lenin nur noch einen tautologischen Austausch von Spielmarken vornehmen, nämlich des unbestimmten Wortes Realität durch das ebenso unbestimmte Wort Materie. So, und auf dieser Implikation der subjektiven Realität reite ich deshalb hier so rum, weil Lenin gerade die Eigenständigkeit der Erkenntnissubjekte in seiner Materialismuskonzeption durchstreichen möchte, wie sich im Folgenden zeigen wird. Und wie ich versuchen möchte zu zeigen, muss er aber zugleich diese subjektive Realität implizit immer wieder zugestehen. Und er schwankt also beständig zwischen Anerkennung und Leugnung jener subjektiven Realität. Aber im Hinterkopf wäre bei der Verfolgung dieser Schwankungsbewegung zu behalten, dass wann immer er die subjektive Realität leugnet, er seinen Begriff der Materie entleert. Ich würde sagen, entgegen seiner Absicht hat Lenin bereits in dieser Definition, die ich gerade angeführt habe, die Existenz einer subjektiven Realität zum ersten Mal zugestanden. Denn indem er den Erkenntnisprozess als Abbildungsprozess beschreibt, unterscheidet er die Abbildung vom Abgebildeten. Das heißt wiederum die subjektive Realität von der objektiven. Wenn ich zu schnell bin, gib mir ein Zeichen und bremst mich. Zweitens jetzt zur Verhältnisbestimmung von Materialismus und Idealismus. Wie denkt sich das Lenin? Jetzt komme ich zum zweiten Zitat auf diesem Zitatenzettel, wo da steht, also ich lese das jetzt mal so vor, wie das da steht, ja, auch entsprechend mit Paraphrase und Zitat. Und auf diesem Zettel steht das jetzt so: Lenin macht zwei philosophische Richtungen aus, in der erkenntnistheoretischen Grundfrage, was als primär und was als sekundär anzuerkennen ist. Erstens den Idealismus, der den Geist, das Bewusstsein, die Empfindung als das Ursprüngliche nimmt. Und zweitens den Materialismus, der die Natur, die Materie als das Ursprüngliche nimmt. Und ich würde sagen, diese Fragestellung oder diese Gegenüberstellung ist schon verkehrt. Denn sie beinhaltet eine Alternative zwischen zweierlei Arten von Mystik. Die erste Variante impliziert ein idealistisches Übersubjekt, dessen Denkinhalte die Wirklichkeit sind. Denn sonst müsste die Erkenntnistätigkeit des Subjekts eine außer ihm liegende materielle Voraussetzung haben. Und dann könnte der Ursprung der Erkenntnis nicht nur auf Seiten von Geist, Bewusstsein bzw. Empfindung liegen. Und die zweite Variante, der Materialismus, jetzt wenig überraschend das, was Lenin favorisiert, das läuft hinaus auf eine Übermaterie, die aus sich selbst die Erkenntnis von sich schöpft. Also es läuft darauf hinaus, dass die Materie das erkennende Subjekt selbst ist. Und das werde ich versuchen im Folgenden zu zeigen. Ich würde also sagen, beide Positionen sind unhaltbar und müssen sich in Selbstwidersprüche verstricken. Denkt man sie immanent weiter, gerät man in ein endloses Schwanken zwischen der Behauptung der jeweiligen Position und ihrer Negation. Ja, und wie gesagt, an der materialistischen Variante werde ich versuchen, das vorzuführen. Erstmal noch als ein weiteres Indiz, ich halte es für aufschlussreich auch, was Lenin hier als Synonyme behandelt. Also erstens mal Geistbewusstsein und Empfindung. Das Verweis ist, wie gesagt, erstmal nur ein Indiz. Aber das verweist schon auf die Möglichkeit, und ich würde sagen, das ist dann tatsächlich auch so, womöglich differenziert Lenin oder kann Lenin gar nicht differenzieren zwischen Wahrnehmen und Denken.
Und er wird dann auch später behandeln, diese Begriffe als austauschbare Namen für ein nicht näher unterschiedenes Subjektives, das er zuweilen Psychisches nennt, worunter er aber auch die sinnliche Anschauung subsumiert. Zweitens behandelt er als Synonym Natur und Materie. Und nicht umsonst schrieb dann der niederländisch-deutsche Rätekommunist Anton Pannekoek Lenin einen Naturmaterialismus zu. Das Problem, das ich dann auch versuchen werde auszuführen, ist, dass im Rahmen eines solchen Naturmaterialismus der Gesellschaft, Gesellschaft und Geschichte, den Lenin ja allemal eine objektive Realität zuschreiben wird, eben von Natur ununterscheidbar werden. Und die philosophische Auseinandersetzung zwischen Materialismus und Idealismus bricht Lenin dann herunter auf einen Ausdruck des Klassenkampfes, wobei natürlich der Materialismus auf Seiten des revolutionären Proletariats zu verorten ist. Also nach Lenins Vorstellung hat man in der Entscheidung zwischen Idealismus und Materialismus nicht abzuwägen, sondern parteilich in der Philosophie zu sein. Und in diesem Duktus loben dann auch die Herausgeber vom Institut für Marxismus-Leninismus im ZK der SED, ja, jetzt dieser Lenin-Werke wiederum, aus denen ich jetzt meine Textversion entnehme. In diesem Duktus loben sie Lenins Schrift als, Zitat, Musterbeispiel bolschewistischer Parteilichkeit im Kampf gegen die Feinde des Marxismus. So, und da sich nun Lenin also vorentschieden hat, ja, jetzt innerhalb dieser beiden Varianten, wie ich ja gerade benannt habe, für einen einseitigen Materialismus, muss er behaupten, dass die Erkenntnis unmittelbar aus der Materie entspringt. Ließe man das so uneingeschränkt stehen, müsste man annehmen, dass alle Materie und damit die ganze Natur beseelt und begeistert wäre. Damit wäre aber der Materialismus wiederum untergraben, für den Lenin sich doch gerade einsetzt. Ja, also Ausgangspunkt ist eben wieder ist diese Behauptung, die Materie sei das Ursprüngliche. Lenin muss also jetzt, also wenn Lenin jetzt nicht behaupten will, dass die ganze Natur beseelt und begeistert ist, muss er annehmen, dass das Erkenntnisvermögen nur in einer bestimmten Materie begründet ist. Und so schreibt er dann auch, dass, Zitat, die Empfindung, der Gedanke, das Bewusstsein, das höchste Produkt der in besonderer Weise organisierten Materie, Zitat Ende, sei, nämlich der organischen Materie. Fehlte jetzt aber auch der unorganischen Materie jede Möglichkeit, die Fähigkeit zu Empfindung und zu Reflexion zu entwickeln, dann könnte ja dieses Vermögen wiederum, also dieses Vermögen der organischen Materie, kein Resultat sein des Materieseins, sondern vielmehr ein Resultat der Bestimmtheit als organisch. Und das würde bedeuten, die Materie selbst könnte nicht mehr Ursache der Erkenntnis sein, sondern zu ihr müsste von außen noch etwas hinzukommen. Um das zu vermeiden, muss Lenin also behaupten, dass jene Fähigkeit zu Empfindung und Reflexion aller Materie zumindest der Potenz nach zukommt, der Möglichkeit nach zukommt. Und das bringt ihn dann darauf, Zitat, in den Grundstein des Gebäudes der Materie die Existenz einer Fähigkeit, die der Empfindung ähnlich ist, anzunehmen. Zitat Ende. Und konkreter nimmt er an, dass der Materie im Allgemeinen, Zitat, die Eigenschaft der Widerspiegelung zukomme. Jetzt fragt sich aber, wodurch wird denn diese Eigenschaft der Widerspiegelung zur Eigenschaft der Empfindungs- und Erkenntnisfähigkeit bestimmt? Es kann ja nun nicht gehen über was jetzt erstmal denkmöglich wäre an dieser Stelle. Es kann ja nun nicht der Weg gehen über ein absolutes Wesen, also eine Gottesfigur als bestimmter Instanz. Das wäre natürlich würde der materialistischen Prämisse wiederum widersprechen. Und ich würde sagen, dann gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, wie die Antwort dann lauten kann. Und zwar so, die Materie bestimmt sich selbst zur empfindungs- und erkenntnisfähigen Materie. Und das geht sogar so weit, dass es nicht mal eine äußere Instanz geben darf, die Materie zu diesem Akt der Selbstbestimmung anregen könnte. Das heißt, die Materie müsste so gedacht werden, dass sie sich selbst aus Freiheit zur empfindungs- und erkenntnisfähigen Materie bestimmt. Und mit der philosophischen Tradition müsste man dann sagen, die Materie ist die Vernunft. Das heißt, an dieser Stelle schlägt Lenins undialektischer Materialismus um in einen absoluten
Idealismus. Und jetzt ein weiterer Buchstabe im, also Lenin schreibt immer sehr gerne vom ABC, von allem Möglichen, unter anderem auch vom ABC des Materialismus. Und ein weiterer Buchstabe in diesem ABC des Materialismus ist jetzt die Behauptung, dass es zwischen der Erscheinung und dem Ding an sich absolut keinen prinzipiellen Unterschied gäbe. Und gemeint ist eben also die Erscheinung, das ist das, wie wir die Welt wahrnehmen. Und man muss jetzt sagen, innerhalb von den linischen Prämissen kann man nicht unterscheiden, wahrnehmen und begreifen. Und Ding an sich, das wäre, wie eben die Welt an sich ist. So nimmt das Lenin eben auf. Und wie die Welt an sich in ihrer Gesetzmäßigkeit sei, jetzt nach Lenin, so werde sie von der Empfindung bzw. dem Bewusstsein bzw. dem Geist wiedergespiegelt, das heißt kopiert, fotografiert, abgebildet. Und wo Lenin das Erkenntnisvermögen zur Eigenschaft der Materie herabsetzen wollte, tritt die Materie nun einem von ihr unterschiedenen Subjekt in Text, Materialismus und Empiriokritizismus als Außenwelt gegenüber. Und da jetzt aber Lenin zumindest das Subjekt, wenn er es nicht ganz rausstreichen kann, da er es dann zumindest als Sekundäres gerne behaupten möchte, ist er also bemüht, seine Passivität zu betonen, sein Nicht-Anders-Können. Und dann versteigt er sich in der Folge dazu, alle Inhalte der sinnlichen Anschauung und des Denkens auf eben diese Widerspiegelung einzugrenzen. Und das ist das Zitat 3 auf diesem Zettel, wo er schreibt, die Welt ist die gesetzmäßige Bewegung der Materie und unsere Erkenntnis als höchstes Produkt der Natur ist nur imstande, diese Gesetzmäßigkeit wiederzuspiegeln. So, also da steckt eine Reihe von Problemen drin, würde ich behaupten. Also das erste Mal, dass Denkinhalte nicht reduzierbar sind auf eine noch so große Summe einzelner Bilder. Ja, also man kann noch so viele dreieckige Gegenstände wahrnehmen, man wird darüber nie zum Begriff des Dreiecks kommen. Und mit leninschen Prämissen müsste man sogar annehmen, im Grunde genommen, dass die mathematischen Formeln der Physik schon in der Materie irgendwie drinstecken und dass man die dann nur noch widerspiegelt. Weil er eben, und darauf werde ich später zurückkommen, jedes Moment von Freiheit in der Erkenntnis leugnet. Und wäre Erkenntnis bloße Widerspiegelung der Außenwelt, dann wären eben Wahrnehmung und Denken ununterscheidbar voneinander. Und das suggeriert ja auch diese willkürliche Abwechslung, also im Text wird das wirklich relativ beliebig verwendet, von Begriffen wie Empfindung, Bewusstsein und Geist. Und gäbe es diesen Unterschied nicht, dann könnte natürlich Lenin, und würde das stimmen, diese Behauptung der bloßen Widerspiegelung der Außenwelt, dann könnte Lenin ja seinen Text selbst nicht mal geschrieben haben, weil sein Text ist sprachlich verfasst und diese sprachliche Form ist schon Ergebnis einer Reflexion auf Sinneseindrücke. Und dann finde ich ja auch besonders bemerkenswert, dass er sogar noch schreibt von einer Widerspiegelung der Gesetzmäßigkeit. Das heißt also nicht nur das empirisch Gegebene und die darin waltenden Gesetze werden wiedergespiegelt, sondern sogar die gemeinsame Form der Gesetze in der Gesetzmäßigkeit, das dürfen auch im Grunde dann keine Reflexionsstufen voneinander sein, weil ja alles gleichermaßen wiedergespiegelt wird. Und sie müssen im Grunde der Sinnlichkeit gleichermaßen unmittelbar zugänglich sein, weil sich ja eben Denken und Wahrnehmen mit dieser Prämisse nicht unterscheiden lassen. Und Lenin schreibt nicht einmal, was er meint, weil die Tätigkeiten des Fotografierens und des Kopierens allemal ein Subjekt voraussetzen, welches da kopiert und fotografiert. Anders jetzt vielleicht bei Widerspiegelung und Abbildung, da könnte man denken an den Berg, der sich im See spiegelt. Also, da müsste man natürlich jetzt Das müsste natürlich jetzt nicht implizieren, dass der Berg ein Subjekt sei oder so. Aber bei Fotografieren und Kopieren allemal. Also hat Lenin auch da schon in seinen Formulierungen aus Versehen diese passive Rezeption, die vermeintlich passive Rezeption als Aktivität beschrieben, das vermeintlich Unmittelbare als subjektiv vermittelt benannt. Um also diese Konsequenzen zu vermeiden, muss Lenin
diese Ununterschiedenheit, ja, von dem, was er jetzt Dinge an sich und Erscheinung nennt, die muss er relativieren. Und das hat sich ja auch schon angekündigt daran, dass Lenin dann gesagt hat, ja, also er will, zwischen denen bestehe absolut kein prinzipieller Unterschied. Das impliziert ja schon, einen Unterschied gibt es dann doch. Und ein solcher absolut nicht prinzipieller Unterschied kann nur noch ein gradueller sein, das heißt ein quantitativer. Dann kommen wir zur vermeintlichen Dialektik von relativer und absoluter Wahrheit. Also Lenin kennt als vermeintlich orthodoxer Marxist die Forderung, dass Materialismus dialektisch und nicht mechanisch zu sein habe. Und er ist natürlich auch bemüht, dieser Forderung nachzukommen. Und es stellt sich halt die Frage, gut, was hält er denn in seiner erkenntnistheoretischen Konzeption für dialektisch? Also nach meinem Verständnis dieses Textes hält Lenin für dialektisch die graduelle Unterscheidung zwischen Ding an sich und Erscheinung, die sich zuletzt ergeben hat im Rahmen der Argumentation. Und dann kommt gleich noch sozusagen, wie er deren Vermittlung, wäre fast zu viel gesagt, denkt. Also in Lenins Worten handelt es sich dabei um eine Unterscheidung zwischen relativer und absoluter Wahrheit. Und Wahrheit ist für Lenin, das ist auch sehr bemerkenswert, was die objektive Realität an sich ist. Ja, also die Qualität eines Urteils, wahr zu sein, die Qualität eines Urteils über die objektive Realität, ja, in welchem Subjekt und Objekt in einem spezifischen Verhältnis zueinander stehen, diese Qualität eines Urteils wird von Lenin verdinglich zur Eigenschaft des Objektes selbst. Und das ist aber auf Grundlage seines einseitigen Materialismus in der Tat noch konsequent, denn würde Lenin zugestehen, was er hier leugnet, dass die Welt und das Urteil über sie nicht zusammenfallen, dann könnte er ein aktives Erkenntnisobjekt nicht mehr leugnen und dann müsste er seine Widerspiegelungstheorie aufgeben. Und die relative Wahrheit, also wie gesagt, es gibt zwischen relativer und absoluter Wahrheit diesen quantitativ unterschieden. Also die relative Wahrheit, die ist im Grunde genommen schon absolut, aber noch unvollständig. Und das äußert sich dann unter anderem in dem Zitat, die Gegenstände unserer Vorstellung unterscheiden sich von unseren Vorstellungen. Das Ding an sich unterscheidet sich von dem Ding für uns, denn letzteres ist nur ein Teil oder eine Seite des Ersteren. Ja, es ist also nur ein Teil und die anderen Teile kommen dann noch hinzu. Dieser Unterschied zwischen Ding an sich und Erscheinung darf nun aber wiederum nicht begründet sein im Subjekt selbst. Sonst verdanken sich die Bewusstseinsinhalte nicht einfach einer Widerspiegelung, sondern sonst müsste man wiederum ein aktives subjektives Moment im Erkennen voraussetzen. Also muss die Materie von Lenins Voraussetzung her so beschaffen sein, dass sie selbst eine Erscheinung von sich hervorbringt, die unvollständig ist. Wäre diese Bestimmung aber uneingeschränkt gültig, wäre der Unterschied zwischen dem sogenannten Ding an sich und der Erscheinung wiederum ein prinzipieller und nicht nur ein gradueller. Und um das zu vermeiden, behauptet Lenin nun eine historische Fortschrittstendenz. Das ist jetzt diese sogenannte Vermittlung, von der ich vorhin gesprochen habe. Eine historische Fortschrittstendenz, in der sich die relativen Wahrheiten der absoluten Wahrheit annähern. Und wenn man jetzt nochmal vergegenwärtigt, dass sie erstmal nur quantitativ unterschieden sind, das heißt also, die absolute Wahrheit ist erstmal nur mehr als die relative Wahrheit. Dann müsste man sagen, erreichte die Summe dieser relativen Wahrheiten jemals den Umfang der absoluten Wahrheit, dann würde sich ein Selbstwiderspruch ergeben. Denn dann wäre die Unterscheidung ja selbst wieder relativ. Sie wäre eben, und dann wäre sie nur gültig bis zur Erreichung dieses höchsten Punktes. Also was vorher dann wahr war, ist nachher nicht mehr wahr. Und dieser Umschlag ist ja nun nicht nur eine quantitative Veränderung. Also das Gegenteil des Ersteren kann man nicht quantitativ zum Ersteren hinzuaddieren. So. Warum ist das Gegenteil vom Ersteren? Ja, weil ja dann die Entgegensetzung von absoluter und relativer Wahrheit selbst relativ sein müsste. Und warum kann es nicht sein?
naja, diese Wahrheit muss ja, sie muss ja selbst also dann wäre ja sozusagen im Nachhinein die Gültigkeit des vorhergegangenen Unterschiedes negiert. Vielleicht können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Also zudem möchte Lenin nicht die objektive Wahrheit nicht als endliche Summe unveränderlicher Gegebenheiten behaupten. Und so kommt er dann zu dem Urteil, dass die äußere Natur und ihre Gesetze nie restlos erkannt werden können. Hat jetzt aber die absolute Wahrheit einen unendlich großen Umfang, geht eine beliebig große Summe relativer Wahrheiten, also insofern, also das war jetzt im Grunde auch nur ein hypothetischer Fall, insofern ist es auch nicht so wichtig, ja? Also weil er ja auch im Endeffekt dann sagt, ja, die absolute Wahrheit, die erreicht man nie. Zwar nur für den Fall, man würde sie erreichen. Hat die absolute Wahrheit einen unendlich großen Umfang, geht je eine beliebig große Summe relativer Wahrheiten im Verhältnis zu ihr immer gegen Null. Und ironischerweise würde ich sagen, fällt hier Lenin einem Umschlag von Quantität in Qualität zum Opfer. Ironischerweise, weil das nach Lenin eben ein Kennzeichen von Dialektik ist, nach einem sehr schematischen Verständnis von Engels herkommt. Also und dieser Umschlag von Quantität in Qualität besteht eben darin, dass es zwischen Dingern sich in Erscheinung sehr wohl wieder einen prinzipiellen Unterschied gibt, wenn diese relativen Wahrheiten den Umfang der absoluten Wahrheit nie erreichen können. So. Und wenn nun nach Lenins Prämissen die Materie selbst mit absoluter Notwendigkeit ein unvollständiges, aber richtiges Bild von sich hervorbringt, und wenn der Mensch selbiges nur aufnimmt, dann ist die subjektive Realität geleugnet, die eben eigentlich in Lenins Definition selbst schon impliziert war. Die relative Wahrheit wäre demnach zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt absolut, sodass die Welt allen Menschen auf dieselbe Weise erscheinen müsste. Sind die Individuen derart mit Adorno, mit einem Wort von Adorno zu Registriermaschinen heruntergebracht, kann Täuschung nicht mehr gedacht werden. Wie Marx betont, wäre auch alle Wissenschaft überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen. Und damit wäre der Zweck des Textes überhaupt nicht mehr erklärbar, also von Lenin. Und insbesondere wäre nicht erklärbar, was Lenin überhaupt am allermeisten rumtreibt in all seinen Schriften. Und das ist der Kampf gegen Abweichler. Zugleich gesteht Lenin die Möglichkeit der Täuschung zu, nämlich indem er Praxis als Mittel einführt, durch welches die Abbilder einer Probe unterzogen, die richtigen von den unrichtigen geschieden würden. Als Beispiele für Praxis nennt er dann das Experiment und die Industrie. Und das heißt also, er denkt ja an einen kollektiven Prozess des Trial and Error im Rahmen von Naturwissenschaft und industrieller Produktion und jetzt weniger an eine individuelle Abbildprobe. Zugleich wertet Lenin die kollektive Praxis als Beleg für sein Widerspiegelungstheorem. Das äußert sich dann in dem Satz: Die Herrschaft über die Natur, die sich in der Praxis der Menschen äußert, ist das Resultat der objektiv richtigen Widerspiegelung der Erscheinungen und Vorgänge der Natur im Kopfe des Menschen, ist der Beweis dafür, dass diese Widerspiegelung in den Grenzen dessen, was uns die Praxis zeigt, objektive, absolute, ewige Wahrheit ist. Weder die Möglichkeit von Praxis als Naturbeherrschung noch die der Täuschung kann Lenin erklären, und so nimmt er sie unvermittelt aus der Empirie auf. Denn beides setzt einen Moment von subjektiver Freiheit voraus, die Lenin mit seiner Widerspiegelungstheorie gerade durchgestrichen hat. Die Möglichkeit der Täuschung setzt voraus einen Moment der Freiheit im theoretischen Erkennen. Also die Erkenntnis kann nicht determiniert sein vom Objekt, sonst könnte man sich nicht täuschen. Und Praxis als Naturbeherrschung setzt eine Freiheit des Willens voraus. Und das heißt, weiß Gott nicht, Freiheit von Nötigung, aber Freiheit von Determination. Denn Herrschaft über die Natur, das würde ja heißen, der Natur menschliche Zwecke aufzuzwingen. Und damit man von Zwecken sprechen kann, müsste man sich diese Zwecke tatsächlich auch selbst besetzen können. Und nicht nur die Mittel zu gegebenen Zwecken.
also zusammengefasst, also, ja, genau. Jetzt komme ich zum letzten Unterpunkt jetzt dieses Teils, bevor ich nochmal versuche, dann ein erstes Fazit zu ziehen. Also Lenin könnte man mit einem Wort von Hegel einen tabellarischen Verstand nennen. Er ist immer sehr erpicht darauf, seine Gegenstände in sauber voneinander abgegrenzte Überteilbereiche auseinander zu sortieren. Und in der hier besprochenen Schrift bildet der Materialismus im Allgemeinen die Überabteilung. Und dem sind dann untergeordnet einerseits der dialektische Materialismus und andererseits der historische Materialismus. Also der Materialismus im Allgemeinen und der dialektische Materialismus, das habe ich jetzt schon abgehandelt. Und es verbleibt eben noch der historische Materialismus. Und da jetzt ja der historische Materialismus eine Unterabteilung des Materialismus im Allgemeinen sein soll, ist klar, auch für den historischen Materialismus, also für den Gegenstand Geschichte und Gesellschaft, soll dasselbe gelten wie für natürlich dann im Materialismus im Allgemeinen. Und so behauptet dann auch Lenin, das gesellschaftliche Sein bestehe unabhängig vom gesellschaftlichen Bewusstsein, welches ein annähernd getreues, idealexaktes Abbild des Ersteren sei. Das heißt, Lenin behauptet auch die Gesellschaft betreffend eine Einheit von Sein und Bewusstsein. An anderer Stelle betrachtet er sie aber wieder als getrennt. Das gesellschaftliche Bewusstsein widerspiegele das gesellschaftliche Sein nur annähernd genau, und zwar weil die kapitalistische Gesellschaftsformation zu kompliziert und ihre Entwicklung zu unüberschaubar sei. Ich würde sagen, an der Stelle müsste man sich dann eher mit dem marxischen Fetischbegriff beschäftigen, statt das so argumentiert zu werden. Indem Lenin einen so verstandenen historischen Materialismus als Teilbereich seines Materialismus überhaupt betrachtet, zerrinnt ihm die Unterscheidbarkeit von Natur und Gesellschaft. Und an dieser Stelle ist Paneköks Charakterisierung von Lenins erkenntnistheoretischen Standpunkt als Naturmaterialismus eingeholt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und für Natur und Gesellschaft behauptet Lenin auch gleichermaßen die Gültigkeit seines Lehrsatzes, Zitat, dass die Außenwelt unabhängig von unserem Bewusstsein existiert. Das halte ich für einen ziemlichen Hammer, weil natürlich gerade geschichtliche und gesellschaftliche Realität sich vermitteln muss über das Bewusstsein der Individuen, wenn es auch falsches Bewusstsein ist. Und wie es Adorno richtig auf den Punkt bringt, erklärt Lenin derart gegen seine Intention den Bankrott vor einer Realität, die auf der gegenwärtigen Stufe nicht anschaulich gegeben ist, sondern funktional abstrakt in sich. Also indem Lenin die kapitalistische Gesellschaft als ein absolutes Jenseits des Denkens und Handelns der Individuen behauptet, macht er diese Gesellschaft zu einem Gott. Und indem er die Individuen zu Registriermaschinen macht, naturalisiert er ihre Kapitulation gegenüber der schlechten Realität des kapitalistischen Ganzen. Also zusammenfassend kann man sagen, Denken im Rahmen der leninischen Dogmen bedeutet ein ständiges Schwanken zwischen den Extremen. Unmöglichkeit oder Möglichkeit von Täuschung, materialistischer Monismus in der Formulierung von Lenin selbst oder Dualismus von Materie und dem Psychischen, Determination oder Spontaneität, Unterschied oder Einheit von Ding an sich und Erscheinung, jetzt in der leninischen Terminologie und so weiter. Also Lenin behauptet einmal das eine und dann wieder das Gegenteil, ohne beide Seiten je zusammenzuführen. Und wo ihm das auffällt, ist er bemüht, den Widerspruch durch Zerlegung in Hinsichten abzuhalten. Zum Beispiel, wo er schreibt, freilich ist auch der Gegensatz zwischen Materie und Bewusstsein nur innerhalb sehr beschränkter Grenzen von absoluter Bedeutung, im gegebenen Fall ausschließlich in den Grenzen der erkenntnistheoretischen Grundfrage, was als primär und als sekundär anzuerkennen ist. Außerhalb dieser Grenzen ist die Relativität dieser Entgegensetzung unbestreitbar. Zitat Ende. Darin drückt sich meines Erachtens entgegen Lenins gesinnungsmäßigen Bekenntnis zur Dialektik die Weigerung aus, den Widerspruch zu denken. Dieses Hin- und Hergeworfensein zwischen den unvermittelten Extremen mag ein generelles Problem undialektischer Erkenntnistheorie sein, aber gegen ihre Denkunmöglichkeit, also dieser Gleichzeitigkeit der Extreme, verharrt Lenin seine einseitigen Behauptungen zu Dogmen, für die unbedingt Partei zu ergreifen sei. So beharrt dann Lenin,
auf der Determination des theoretischen Erkennens durch die materielle Außenwelt gegen die von ihm eingeräumte Möglichkeit der Täuschung. Und so beharrt er andererseits auch auf der Freiheit in der Praxis, ohne zu bemerken, dass diese durch sein Widerspiegelungstheorem tangiert ist. Indem also die Determination im Erkennen und die Freiheit in der Praxis unvermittelt nebeneinander stehen, können sie einander auch nicht beschränken. Und so können sie sich gegeneinander verselbstständigen und bis zur Absolutheit steigern. Erstens also die Determination im Erkennen als das erste Moment. Die Behauptung der Absolutheit, der relativen Wahrheit impliziert, dass diejenigen Individuen, die von den Positionen abweichen, die von Lenin als wahr gesetzt sind, keiner Täuschung unterliegen, sondern böswillig lügen müssen. Wenn man das ernst nimmt, dieses Dogma, dann kann man Täuschung nicht denken, auch wenn er sie andererseits wieder einräumt. Und vor diesem Hintergrund wird die unbändige Wut erklärbar, nicht hinreichend erklärbar, aber vielleicht ist es ein Indiz zur Erklärung der unbändigen Wut, die aus den ausgedehnten Schimpftiraden gegen vermeintliche Opportunisten, Renegaten und so weiter spricht, welche, wie gesagt, ein Großteil des Gesamtwerkes Lenins ausmachen. Also mein Liebling ist, dass Herr Kautsky einmal nennt, einen Lakaien der Bourgeoisie, den die Kapitalisten in Sold genommen haben, damit er die Arbeiterrevolution verrate. Also überhaupt pflegt Lenin ein gewisses Ressentiment gegen Intellektuelle, das sich Theorie immer nennt, aus der Einsetzung von Wahrnehmung und Denken speist in einer gewissen Hinsicht. Zweitens, das zweite Moment ist die uneingeschränkte Freiheit der Praxis. Und dann zwar, darauf werde ich später zurückkommen, einerseits bei den RevolutionärInnen und andererseits bei den Monopolkapitalisten. Werde ich später versuchen einzuholen. Und da ist dann behauptet, nicht nur eine Freiheit des Willens, die dann durchaus tangiert sein kann durch materielle Verwirklichungsbedingungen, die dann die Verwirklichung dieses Willens nicht zulassen, sondern tatsächlich eine Freiheit in der Verwirklichung der gesetzten Zwecke. Und Hindernis der Revolution, das sind bei Lenin in erster Linie nicht gesellschaftliche Verhältnisse, die sich gegen die Einzelnen verselbstständigen, sondern es sind personal Herrschende, die ihren Willen gewaltsam durchsetzen, eben die Bourgeoisie, so denkt er sich die, sowie die zuvor, und die haben dann eben noch die zuvor erwähnten Lakaien, die Intellektuellen, die jene durch ihre vermeintlichen Lügen unterstützen. Und da würde ich sagen, liegt ein Zug zum Terror begründet bei Lenin. Und bei Lenin nun, wie ich später zeigen möchte, zu denen die gesellschaftlichen Bedingungen des Handelns einerseits und das Handeln der gesellschaftlichen Subjekte andererseits auseinanderreißt, kann er paradoxerweise zugleich einen Geschichtsdeterminismus vertreten. Und er ist von seinen theoretischen Voraussetzungen her auch wiederum dazu gezwungen. Denn denkt man Geschichte und Gesellschaft als unabhängig von unserem Bewusstsein existierend, so kann man sie nicht als Produkte der Menschen begreifen. Die Revolutionierung kann dann nicht mehr aus Freiheit geschehen. Beharrt man aber doch und beharrt man dann ja auch zu Recht darauf, dass diese kapitalistischen Verhältnisse umgeworfen gehören, so muss man vor diesem Hintergrund annehmen, die geschichtliche Bewegung gebiert die Gesellschaft, die befreite Gesellschaft aus sich selbst heraus und unabhängig vom Denken der Individuen. Automatisch. Selbstverständlich hat Lenin recht, wenn er einerseits, sowohl wenn er die Geschichte als blinden Prozess beschreibt, als auch wenn er auf der Freiheit in der Praxis beharrt. Ich würde aber sagen, seine fatalen theoretischen wie praktischen Konsequenzen resultieren daraus, dass er beide Seiten eben nicht miteinander vermittelt, dass er gerade nicht dialektisch denkt. Kannst du das wiederholen? Ich würde sagen, der allerletzte Satz, also seine fatalen Konsequenzen in Theorie und Praxis, würde ich sagen, resultieren daraus, dass er diese beiden Seiten nicht miteinander vermittelt und nicht dialektisch denkt. Entgegen dem eigenen Anspruch. Habe ich das richtig verstanden? Du hast jetzt quasi seinen Bezug zum Terror ein bisschen darin begründet, dass er sich Kapitalismus oder dass die historischen Umstände nicht als vergesellschaftlichen gegen die Person, sondern als eine Obrigkeit mit ihren Lakaien, die gegen ihn agiert, vorstellt. Ja. Okay.
Also damit ist jetzt der erste und der anstrengendste Teil, haben wir den geschafft. So, und jetzt ist genau so ein Punkt, wo eine Möglichkeit wäre, auch eine kurze Pause zu machen. Es hat den Nachteil, dass es zerfasert dann eventuell, dass es auch insgesamt ein langer Vortrag ist. Es hat den Vorteil, dass wir nochmal ein bisschen Konzentration sammeln könnten. Was denkt ihr? Könnte ich besser den Vortrag erst mal ganz zu Ende zu machen, dass wir vielleicht vor der Diskussion noch eine Pause oder vielleicht ein bisschen später? Ja, ich würde auch sagen, weitermachen, oder? Weil wir haben eine halbe Stunde jetzt. Ich habe nur eine Frage, kannst du an den Vortrag schicken? Bitte? Kannst du an den Vortrag schicken, also hast du das irgendwie als Text? Naja, das ist noch ein bisschen in der Form, die jetzt erstmal vor allem für mich gedacht ist. Ich arbeite das noch weiter aus und das wird dann nochmal in Textform geben. Auf jeden Fall. Aber der Vortrag wird auch aufgenommen. Ja, also jetzt möchte ich zweitens dann kommen zur Leninschen Lesart der Kritik der politischen Ökonomie. Also den Gegenstand von das vom Kapital, also vom Buch Das Kapital von Marx, bestimmt Lenin als die, Zitat, Produktionsverhältnisse der gegebenen historisch bestimmten Gesellschaft in ihrer Entstehung, ihrer Entwicklung und ihrem Verfall. Das heißt also, das Kapital soll Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umfassen, dieser Produktionsverhältnisse. Und nun möchte ich erstmal, das ist keinerlei Beweis, ist erstmal nur ein Indiz, dieser historisierenden Lesart der Kritik der politischen Ökonomie entgegenstellen, ein Zitat von Marx aus der Einleitung zu den Grundrissen. Das ist hier die Nummer 4 auf diesem Zitatenzettel. Und da schreibt Marx: Es wäre untrubar und falsch, die ökonomischen Kategorien in der Folge aufeinander folgen zu lassen, in der sie historisch die Bestimmenden waren. Vielmehr ist ihre Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der modernen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben und die gerade das Umgekehrte von dem ist, was als ihre naturgemäße erscheint oder der Reihe der historischen Entwicklung entspricht. Es handelt sich nicht um das Verhältnis, dass die ökonomischen Verhältnisse in der Aufeinanderfolge verschiedener Gesellschaftsformen historisch einnehmen, noch weniger um ihre Reihenfolge in der Idee, sondern um ihre Gliederung innerhalb der modernen bürgerlichen Gesellschaft. Und dem würde ich entnehmen, dass eben die Abfolge der Kategorien in der Kritik der politischen Ökonomie keinesfalls zu nehmen ist als eine in erster Linie historische. Es gibt an manchen Stellen logisch-dialektisch-logische Übergänge, die aber doch an manchen Stellen einen Verweis auf historische Bewegungen bedürfen. Aber nichtsdestotrotz darf man sich nicht insgesamt die Abfolge der Kategorien in erster Linie als historisch denken. Ganz kurz über das erste Zitat, was du gebracht hast, hat sich ja nicht auf Kategorien wie irgendwie Ware und so weiter und so, sondern da ging es ja um die Frage der historischen Genese der Gesellschaftsverhältnisse insgesamt und nicht ihre einzelnen Kategorien, was er mit dem Marx-Zitat gemeint hat. Also warum er mit der Ware anfängt und so weiter und wie sich hier quasi der kategorische Aufbau des Kapitals und so weiter vorstellst du, das sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Ja, es sind zwei völlig verschiedene Sachen, weil er eben sagt, es wäre untrübar und falsch, eben in der theoretischen Aufarbeitung ja, die Kategorien zu entwickeln in ihrer historischen Aufeinanderfolge. Und ich würde schon sagen, ich verstehe diese Stelle durchaus eben so, dass er Kategorien wie Ware, Geld und so weiter macht. Ich meine, Marx selber schreibt doch das zweite Nachwort oder so vom Kapital, dass er überhaupt das Kapital nicht schreiben könnte, wenn er den historischen... Also wenn es jetzt eine Diskussion werden soll, dann stellen wir es lieber zurück. Also die gedankliche Bewegung der Begriffe als einen bloßen Reflex einer realhistorischen Entwicklung zu deuten, ist im Rahmen der Widerspiegelungstheorie in der Tat zwingend. Ich würde sagen, zweitens fällt Lenin darauf hinein, das Denken in der Zeit stattfindet, dass man also gezwungen ist, einen komplexen Zusammenhang, der gleichzeitig ist, ja, in seinen Momenten auseinanderzulegen in der Zeit, ja, indem man es nacheinander die Momente darstellt. Und ich würde sagen, das Kapital gegen Marx aus meiner Ansicht können wir nachher diskutieren, erklärter Absicht, historisch-logisch zu lesen,
führt zu absurden Konsequenzen. Also Lenin fasst eben auch die Wertformanalyse im ersten Kapitel des ersten Bandes des Kapitals als Untersuchung des historischen Prozesses der Entwicklung des Austausches. Und da der Begriff des Kapitals erst 3 Kapitel später eingeführt wird, muss demnach die Genesis der Geldform, wie sie Marx in der Wertformanalyse darstellt, als historischer Prozess noch in vorkapitalistischen Zeiten begriffen werden, wenn man es historisch liest, historisierend liest. Dabei ist an dieser Stelle in der Wertformanalyse allemal die qualitative Bestimmtheit des Wertes als Wertsubstanz, als Vergegenständlichung erstens abstrakt menschlicher und zweitens gesellschaftlich notwendiger Arbeit vorausgesetzt. Ich würde sagen, beide Bestimmungen setzen zugleich schon die kapitalistische Produktionsweise voraus. Denn abstrakt menschliche Arbeit als nicht nur gedankliche, sondern als Realabstraktion setzt eine Gesellschaft voraus, in den Grundrissen heißt es dann, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit in die andere übergehen und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher gleichgültig ist. Das heißt also, es muss gesellschaftliche Arbeitsteilung geben und eine Trennung der unmittelbar Produzierenden von den Produktionsmitteln, damit das der Fall ist, damit es diese Gleichgültigkeit geben kann. Und die zweite Bestimmung des Wertes als, der Wertsubstanz, die gesellschaftlich notwendige Arbeit, da würde ich sagen, das ist ja eben diese gesellschaftlich notwendige Arbeit als Verausgabung einer gesellschaftlichen Durchschnittsarbeitskraft setzt zugleich sogar schon die Konkurrenz voraus. Denn erst durch deren Bewegung kann sich ein gesellschaftlicher Durchschnitt bilden. Und weil der Punkt mit der Konkurrenz nachher wichtig werden wird, möchte ich da noch kurz ein paar mehr Worte zu verlieren. Der Wert ist eben nicht unmittelbar sinnlich gegeben, sondern in der Erscheinungsform des Tauschwertes. Ja, also Marx schreibt, der Tauschwert sei die Erscheinungsform des Wertes. Und dieser Tauschwert wird in der Wertformanalyse dann näher bestimmt zu Geld, Form und Preis. Und es muss die Bewegung der Preise in einem inneren Zusammenhang mit der Wertgröße stehen, denn sonst erscheint der Wert nicht und ist also nicht wirklich als wirkende Ursache. Diesen Zusammenhang aber zwischen Wertgröße und Preis stellt erst die Konkurrenz her. Und wie dieser Zusammenhang jetzt genau beschaffen ist, das würde relativ weit führen. Es ist jetzt nicht so zu denken, dass der Preis jetzt direkt um die Wertgröße oszilliert. Aber das ist jetzt für den Punkt nicht so relevant. Aber in irgendeiner Form muss halt der Preis durch die Wertgröße bestimmt sein. Hier ist also festzuhalten, die Wertgröße der wahren Arbeitskraft stellt sich nur vermittelt her über den Preis und damit unter Voraussetzung der Konkurrenz. Also Lenins historisierende Lesart ermöglicht es ihm, das Marxische Kapital als Beschreibung der historischen Entwicklung zu lesen. Und damit scheint der Gültigkeitsbereich dieses Werkes beschränkt zu sein auf die Frühphase des Kapitalismus zu Marxens Lebzeiten. Und nur so kann Lenin dann glauben, an das Ende des dritten Bandes der Kritik der politischen Ökonomie noch ein paar Kapitel mit den neuesten Entwicklungen einfach ankleben zu können. Und zwar ohne die Möglichkeit dieser Entwicklung aus dem immanenten Zusammenhang der im Kapital entwickelten Kategorien begründen zu müssen. Und die wichtigste nach Lenin zu ergänzende historische Entwicklung ist eine zugespitzte Tendenz zum Monopol. Und damit sind wir beim dritten Teil, Lenins Monopolkapitalismus. Also im Folgenden möchte ich mich also jetzt sozusagen an der Imperialismustheorie Lenins hängt durchaus noch mehr dran. Ich möchte mich jetzt aber in dem Rahmen, damit wir zu Rande kommen, konzentrieren auf die Rolle des Monopols darin. Also ich möchte auch ausklammern, wie er zwischenstaatliche Verhältnisse denkt und was er für einen Begriff von Nation hat. Auch das sind interessante Punkte, aber das müssen wir heute weglassen. Aber diese Schwerpunktsetzung jetzt auf den Monopolbegriff von Lenin ist durch seine eigene Einschätzung gerechtfertigt,
dann für den Fall, also ist von ihm selber gerechtfertigt dadurch, dass er für den Fall festhält, dass, Zitat, eine möglichst kurze Definition des Imperialismus verlangt würde, dann würde er die Definition so geben, dass der Imperialismus das monopolistische Stadium des Kapitalismus ist. So, und jetzt in Bezug auf das Verhältnis von Monopol und Konkurrenz und in der Folge dann auch, also in Bezug darauf finden sich widersprüchliche Aussagen, das heißt, es finden sich auch widersprüchliche Aussagen bei Lenin darüber, wie man eigentlich monopolistisches Stadium verstehen soll. Einerseits schreibt er nämlich, beseitigen die Monopole nicht die freie Konkurrenz, aus der sie erwachsen, sondern bestehen über und neben ihr. Andererseits geht er davon aus, dass der Kapitalismus in ein qualitativ neues monopolistisches Stadium übergegangen sei, in dem, so lese ich das, der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse abgelöst ist durch persönliche Herrschaft. Und das liest sich bei ihm dann unter anderem so. Deutschland wird von höchstens 300 Kapitalmagnaten regiert und ihre Zahl wird stetig geringer. In diesem Sinne müsste die Überwindung der freien Konkurrenz bei Lenin als eine dauerhafte Außerkraftsetzung der Konkurrenz überhaupt begriffen werden. Beide Lesarten finden sich dann auch in der imperialismustheoretischen Literatur im Anschluss an Lenin. So, und wie versucht er jetzt, es gibt jetzt eben diese beiden Varianten. Ich werde jetzt vor allem mich erstmal konzentrieren auf die Variante. Man versteht das wirklich so, Monopol heißt Eliminierung von Konkurrenz. Also vor allem versucht Lenin das, sagen wir, plausibel zu machen, oder ich weiß nicht, ob man das argumentieren nennen soll, mit statistischen Angaben. Und zwar statistischen Angaben, die sich beziehen auf Zentralisationstendenzen im Kaiserreich um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Also von Tendenzen, dass es immer weniger Unternehmen pro Unternehmenszweig gibt. Und ausgehend von diesen Tendenzen, die er versucht statistisch aufzuzeigen, kommt Lenin nachher in seiner schneidigen Art zu dem Schluss, einige 10.000 Großbetriebe sind alles, Millionen von Kleinbetrieben sind nichts. Und bereits hier darf man zum ersten Mal schmutzig werden. Eine Nationalökonomie mit einigen 10.000 Großbetrieben und Millionen von Kleinbetrieben soll ein Paradebeispiel des Monopolkapitalismus sein. Noch deutlicher wird die Diskrepanz zwischen Lenins empirischen Angaben und seinen weitreichenden Schlüssen anhand der USA, wo Lenin schreibt. Und hier wären wir beim Zitat 5. Und ich auch ein bisschen zeigen möchte, wie er sich manchmal Übergänge erschleicht. Also da steht, fast die Hälfte der Gesamtprodukte, also er hat vorher so Tabellen angeführt und so weiter und jetzt versucht er das zu interpretieren. Fast die Hälfte der Gesamtproduktion aller Betriebe des Landes liegt in den Händen eines Hundertstels der Gesamtzahl der Betriebe. Und diese 3000 Riesenbetriebe umfassen 258 Industriezweige. Daraus erhält, dass die Konzentration auf einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung sozusagen von selbst dicht an das Monopol heranführt. In einigen Dutzend Riesenbetrieben fällt es leicht, sich untereinander zu verständigen, während andererseits gerade durch das Riesenausmaß der Betriebe die Konkurrenz erschwert und die Tendenz zum Monopol erzeugt wird. Diese Verwandlung der Konkurrenz in das Monopol ist eine der wichtigsten Erscheinungen, wenn nicht die wichtigste, in der Ökonomik des modernen Kapitalismus und wir müssen daher ausführlicher darauf eingehen. Also noch einmal. 3000 sogenannte Riesenbetriebe verteilen sich auf 258 Industriezweige. Wenn man erstmal den Schnitt nimmt, kommt man auf 12 Betriebe pro Industriezweig. Und dann führt Lenin sogar noch an, um ein mögliches Missverständnis zu beseitigen, dass es ja das Phänomen gibt, dass eine Reihe von dass viele Unternehmen auch mehrere Industriezweige in sich vereinigen. Ja, also weil sie mehrere Momente der Produktionskette zusammenfassen. Das heißt ja dann aber, die Zahl der Riesenbetriebe, der sogenannten pro Industriezweig, die ist ja noch höher sogar anzusetzen als bei 12. Und so kommt er dann wohl auch in dem Zitat auf seine einige Dutzend Riesenbetriebe pro Industriezweig. Also es gibt einige Dutzend Riesenbetriebe pro Industriezweig, die durchschnittlich fast die Hälfte, also noch weniger als die Hälfte der Gesamtproduktion in ihren Händen halten. Und das sind ja wohl mitnichten Monopole. Anhand des Zitates lässt sich auch schön verfolgen, wie Lenin Plausibilität erschleicht.
Im Text zeigt er bloß eine Zentralisationstendenz und nur für 5 Jahre auf, nämlich von 1905 bis 1909. Dieser Tendenz deutet er dann einen einigermaßen gewagten Sprung zum nahe Heranführen an das Monopol aus und 2 Sätze später ist plötzlich die Rede von der Verwandlung der Konkurrenz in das Monopol. Noch etwas ist hier bemerkenswert, sozusagen von selbst führt die Konzentration an das Monopol heran, indem Absprachen zwischen den Riesenbetrieben getroffen werden. Und hier kommen wir dann zu diesem Punkt, also das habe ich mich gerade ein bisschen naiv gestellt, wo ich gesagt habe, ja, sind mitnichten Monopole. Also wie, er weiß schon, dass es mehrere Unternehmen pro Industriezweig gibt. Aber jetzt, wie denkt er sich, dass es trotzdem Monopole gibt? Also Monopole, das sind nach denen eben nicht einzelne Unternehmen, sondern das sind Kartelle, Syndikate und Trusts. So, was soll man jetzt darunter verstehen? Kartelle sind, also jetzt mal, Kartelle bestimmt er selber ein bisschen näher in seinem Text, und zwar schreibt er, die Kartelle vereinbaren Verkaufsbedingungen, Zahlungstermine unter anderem, sie verteilen die Absatzgebiete untereinander, sie bestimmen die Menge der zu erzeugenden Produkte, sie setzen die Preise fest, sie verteilen den Profit unter die einzelnen Unternehmungen und so weiter. Das ist also eine Form von organisierter Absprache in diesen Hinsichten. So, und jetzt gaben sich historisch, um die Umgehung der Kartellpflicht durch einzelne Unternehmen zu umgehen, manche Kartelle die Form von Syndikaten, und das hieß dann, sie hatten gemeinsame Verkaufsstellen, so, um das eben kontrollieren zu können, dass sie das tatsächlich die Preisabsprachen einhalten. Und das Dritte, was eben Lenin da benennt als Form der Monopolbildung, den Kartellen und Syndikaten, das sind eben die Trusts. Und das sind dann Unternehmenszusammenschlüsse, bei denen die einzelnen Unternehmen tatsächlich ihre Selbstständigkeit aufgeben. Nun muss Lenin aber zugeben, Deutschland kennt keine Trusts, sondern nur Kartelle. So schreibt er im Text. Und auch die Unterart der Syndikate, ja, mit den Kartellen. Und nun stützt sich aber eben dieses Buch, also ich bin jetzt bei der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, das stützt sich nun aber eben auf Daten aus dem Deutschen Kaiserreich in erster Linie. Also wenn jetzt eben Kartelle sich die Form von Syndikaten geben, dann ist es bereits ein erster Hinweis darauf, dass die einzelnen Kartellmitglieder eben dazu gezwungen werden müssen, sich an Absprachen zu halten. Außerdem führt Lenin auch noch eine Reihe von Maßnahmen an, mit denen sich die Kartelle eben die nicht kartellierte Konkurrenz vom Leibe halten oder vom Leibe zu halten versuchen. Also neben den bereits genannten Absprachen, das ist natürlich auch ein Mittel, zählt er auf, zum Beispiel Vereinbarungen zwischen Kapitalisten und Arbeiterverbänden derart, dass die Arbeiter nur in kartellierten Betrieben arbeiten dürfen. Oder Verträge mit Abnehmern, wonach diese ausschließlich mit kartellierten Firmen Geschäftsverbindungen haben dürfen, und das vorübergehende Senken der Produktpreise unter die Investitionskosten. Ich würde sagen, die Zwangsmaßnahmen nach innen, sowohl diese als auch die Abwehrmaßnahmen nach außen machen deutlich, dass Kartelle ein Mittel sind der Konkurrenz und nicht ihr Ende. Denn offensichtlich ist die Konkurrenz dort noch wirkend, wo man gegen sie fortwährend diese Mittel aufwenden muss. Ich hätte später versucht, noch begrifflich einzuholen. Also Lenin beschreibt jetzt, also dann versucht jetzt Lenin noch einen Schritt weiter zu gehen, also nicht nur verschmelzen die einzelnen Industrieunternehmen miteinander, sondern auch das Industriekapital mit dem Bankkapital. Und das argumentiert Lenin so. Also er beschreibt jetzt erstmal wiederum den Zentralisationsgrad der Banken im Deutschen Kaiserreich anhand von Statistiken, und dann kommt er zum Ergebnis. Die Kleinbanken sind durch die Großbanken verdrängt, von denen allein 9 fast die Hälfte aller Einlagen bei sich konzentrieren. Für die folgenden Jahre prophezeit er dann die Bildung eines Banktrusts und zieht daraus wiederum den Kurzschluss. Das letzte Wort in der Entwicklung des Bankwesens ist immer wieder das Monopol. Also wiederum, diesen Banktrust gibt es gar nicht zu dem Zeitpunkt, er prophezeit ihn bloß. Und daraus schließt er dann, das letzte Wort ist immer das Monopol. Jetzt aus der Beobachtung, dass zuweilen Banker in Aufsichtsräten von anderen Unternehmen sitzen, und andere Unternehmer in Aufsichtsräten von Banken, macht Lenin dann eine Personalunion der Banken mit den größten Industrie- und Handelsunternehmungen.
Und ich würde sagen, da ergibt sich eine Argumentationslücke. Schon einmal. Und dann von der vermeintlichen Personalunion und vom wechselseitigen Aktienbesitz zwischen den Industrieunternehmungen und dem Bankkapital oder den Bankkapitalien schließt Lenin nun auf eine beiderseitige Verschmelzung. So, nachdem sich also Lenin mit dieser Sammlung von Sprüngen sein Finanzkapital gebastelt hat, will er noch festhalten, dass die Banken in diesem Block, der da jetzt durch die Verschmelzung zustande kommt, die Übermacht behalten. Und das geht so. Die Banken führen das Kontokorrent für die Industrie- und Handelsunternehmung. Das heißt also, sie besorgen die Verrechnung von Ein- und Ausgängen miteinander, sodass das im Buch repräsentierte Geld dann nicht immer tatsächlich hin und her transportiert werden muss. Ja, also sozusagen nur die darüber hinausgehende Differenz muss man dann also transportieren und sonst kann man das aber erstmal durch Rechenoperationen ausgleichen. So, also das eine ist also der eine Grund für die Dominanz des Bankkapitals innerhalb des Finanzkapitals ist, dass sie das Kontokorrent führen, denn darüber bekommen sie einen Überblick über die finanzielle Lage der Unternehmen und dann können sie nach Lenin mit ihrer Kreditpolitik diese Unternehmen erpressen, weil sie jetzt eben diesen Einblick haben. Ich würde sagen, Lenin hat mit dieser Erpressungshypothese zugleich zugegeben, dass Industrie- und Handelsunternehmen, Industrie- und Bank- und, also ich wollte eigentlich sagen, Industrieunternehmen und Banken, wohl doch nicht zu einem Block zusammengeschmolzen sind, weil sonst könnte man ja nicht sagen, das eine hat Dominanz über das andere, wenn es eins wäre. Außerdem gibt es nach wie vor mehrere Banken, die ja nun nicht eine Bank geworden sind. Und das Argument lässt sich nach Bedarf auch umdrehen. Die Banken sind auf die Einlagen der Unternehmen angewiesen, also dieses Erpressungsargument, ja. Die Banken sind auf die Einlagen der Unternehmen angewiesen und deshalb können die Unternehmen die Banken erpressen. Und dann stellt Lenin noch fest, ja, also es gibt zuweilen Parlamentsabgeordnete oder Verwaltungsbeamte in Aufsichtsräten von Banken und damit ist für ihn die Herrschaft der Finanzoligarchie perfekt. Und so wird er dann auch, wo es um die Aufteilung der Welt geht, die hier jetzt nicht explizit Thema ist, die Begriffe Finanzkapital und Staat gerne als Synonyme verwenden. Also entsprechend ist dann später auch in Staat und Revolution 1917 die Rede vom staatsmonopolistischen Kapitalismus. Also nicht nur verschmelzen die einzelnen Industrieunternehmen miteinander, sondern auch die Industrieunternehmen mit den Bankunternehmen und drittens dieses so entstandene Finanzkapital mit dem Staat zu einem Block. Stellt man nun in Rechnung, dass Lenin Konkurrenz gerne mit Planlosigkeit übersetzt und dass deren Ersetzung durch den Plan schon für einen, dass er die Ersetzung dieser Planlosigkeit durch einen Plan schon für ein sozialistisches Programm hält, dann ist klar, der Imperialismus ist ein Übergangskapitalismus, man muss nur noch die Schaltstellen besetzen. Das möchte ich jetzt noch kurz versuchen, diese Problematik dieser Monopolkapitalismus-Theorie begrifflich einzuholen. Also Lenin schreibt, das Monopol ist der direkte Gegensatz zur freien Konkurrenz. Das wäre jetzt erstmal eine erste Bestimmung des Monopols, ist aber erstmal rein negativ. Aber sie muss ja, also die Konkurrenz muss ja auch etwas für sich sein, sie ist ja nicht bloß null und eine leere Negation. Also was ist die bestimmte, also was ist die positive Bestimmung der Konkurrenz? Und mit Marx müsste man sagen, begrifflich ist die Konkurrenz nichts als die innere Tendenz, als äußere Notwendigkeit oder nichts weiter, als dass die vielen Kapitalien die immanenten Bestimmungen des Kapitals einander aufzwingen und sich selbst aufzwingen. Also die Konkurrenz, wohlgemerkt, erzeugt die Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise nicht, aber sie exekutiert sie. Ein Kapitalismus ohne Konkurrenz, das wäre dann, wenn man das versuchen würde zu denken, dann würde man trennen eine Welt der Gesetze und eine Welt der Erscheinungen, zwischen denen im Grunde genommen jedes Bindeglied gekappt ist. Und wiederum wären dann Dinge an sich und Erscheinungen, das wäre eingeebnet. Und Gesetze, die nicht wirklich sind, sind eben keine, weil sie sozusagen, dann sind sie einfach nur theoretisch behauptet, aber nicht wirkend, also dann kann man nicht von Gesetzen sprechen. Wie bereits im ersten Teil des Vortrags angesprochen, bei Lenin
mangels an Vermittlung zwischen einerseits Willenfreiheit und andererseits der Einschränkung der Praxis durch die gesellschaftlichen Bedingungen. Damit wird einerseits die Handlungsfreiheit der Subjekte verabsolutiert und andererseits zugleich die kapitalistische Gesellschaft in ihrer historischen Entwicklung zum absolut selbsttätigen Automaten vergottet. Die Herrschaft der Monopolkapitalisten wird zum direkten Durchgriff ihrer Willen auf die Gesellschaft. Zugleich soll es sich um einen Kapitalismus handeln, der ökonomischen Gesetzen unterworfen ist. Und auch revolutionstheoretisch hat die Auseinanderreißung von praktischer Freiheit und gesellschaftlichen Bedingungen problematische Konsequenzen. Und zwar behauptet Lenin, und hier sind wir beim Zitat Nummer 6, dass privatwirtschaftliche und Privateigentumsverhältnisse eine Hülle darstellen, die dem Inhalt bereits nicht mehr entspricht und die daher unvermeidlich in Fäulnis übergehen muss, wenn ihre Beseitigung künstlich verzögert wird. Eine Hülle, die sich zwar verhältnismäßig lange in diesem Fäulniszustand halten kann, die aber dennoch unvermeidlich beseitigt werden wird. Also das führt zu der paradoxen Konsequenz. Es soll etwas herbeigeführt werden, was mit der Sicherheit einer Naturnotwendigkeit ohnehin eintreten wird. Unvermeidlich nämlich. Kurze Frage, woher ist das Zitat? Ist das auch aus Imperialismus als höchstes Stadium? Ja, das Kapitalismus. Auf Seite 308 in den Gedankenband 22. Okay. Ja. Und ich würde eben sagen, mit Marx keine Kategorie der bürgerlichen Ökonomie, auch nicht die erste, zum Beispiel die Bestimmung des Werts, wird erst wirklich, anders als durch die freie Konkurrenz, das heißt durch den wirklichen Prozess des Kapitals, der als Wechselwirkung der Kapitalien aufeinander erscheint und alle anderen vom Kapital bestimmten Produktions- und Verkehrsverhältnisse. Ich habe nun vorhin schon mal festgehalten, dass der Tauschwert die Erscheinungsform des Wertes ist. Und Hauswertes, ne? Nein, des Wertes. Okay. Er ist entfaltet in Geldform und Preis. Und der Preis ist in irgendeiner Form, da, wie das jetzt genau geht, ist, davon sei abstrahiert, durch die Wertgröße bestimmt, aber nur vermittelt durch die Bewegung der Konkurrenz. Herrschten jetzt Lenins Monopolkapitalisten als Finanzkönige, wie er das schreibt, so könnten sie die Preise relativ beliebig festsetzen, dann wäre die Verbindung zwischen Wert und Tauschwert gekappt. Und Marx' Bestimmung, dass die Wertgröße der Ware ihre Austauschverhältnisse reguliert, wäre historisch überholt. Es hieße, der Wert würde im imperialistischen Stadium nicht mehr erscheinen, er wäre damit nicht mehr wirklich als wirkende Ursache und damit null und nichtig. Würde der Begriff des Wertes aber gegenstandslos, könnte von Kapitalismus keine Rede mehr sein. Es wird allein schon dadurch deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, wie Marx das Kapital in das Kapital bestimmt, nämlich wie es unmittelbar in der Zirkulationssphäre erscheint, und da bestimmt er es als den sich verwertenden Wert. Nun ist diese Bewegung der Selbstverwertung des Wertes nur möglich auf Grundlage der Mehrwertproduktion, und diese impliziert eine erweiterte Reproduktion des Kapitals. Ohne, also dass nicht nur die Reproduktionsbedingungen, also dass nicht nur die Bedingungen reproduziert werden, sodass dann dieselben, das auf derselben Stufenleiter wiederhergestellt werden kann, sondern auf jeweils höherer Stufenleiter das Produktivitätsniveau. Im Sinne der Wertbestimmung. Also es ist gewissermaßen vorausgesetzt eine erweiterte Reproduktion des Kapitals. Ohne die Wirklichkeit des Wertes gibt es nur noch eine einfache Reproduktion der Produktionsbedingungen oder zumindest keine Notwendigkeit mehr für eine erweiterte Reproduktion als eine gesellschaftliche Tendenz. Und dann könnte man sagen, dass nicht mehr wertbestimmte Mehrprodukt ginge teils an den Staat, teils an Kapitaleigentümer zwecks Privatkonsum. Jetzt habe ich hier was durcheinander gebracht. Also ich würde, na gut, da muss ich jetzt improvisieren. Ich würde sagen,
da jetzt Lenin, also Lenins Kritik am Kapitalismus in erster Linie darin besteht, dass er sagt, das ist ein Ausbeutungssystem, da ja gar nicht so eine große und ein System personaler Herrschaft, da ja nicht so ein großes Problem hat, jetzt mit dem Kapitalismus im Sinne von, das ist eine Gesellschaftsformation, die sich gegen die Einzelnen verselbstständigt. Denn das affirmiert er ja in Form der Geschichte, dass die Geschichte sich selbstständig aus sich heraus die befreite Gesellschaft hervorbringen soll. Also wenn man das zugrunde legt, dann ist ja eigentlich die Frage, wenn man jetzt sieht, der Monopolkapitalismus führt nur noch zu einer einfachen Reproduktion und dann wird das Mehrprodukt verteilt, unter anderem an den Staaten die Kapitaleigentümer. Jetzt könnte man sich noch die Frage stellen, kann es da Banken überhaupt noch geben? Zumindest nicht in der gegenwärtigen Form. Und dann könnte man sich doch eigentlich fragen, ja, was ist dann das Problem, wenn man von diesen Prämissen der Kritik ausgeht? Dann könnte man doch sagen, naja, also ich meine, es ist ja Peanuts, ja, was tatsächlich die Kapitaleigentümer für den Privatkonsum bekommen. Der wirklich relevante Anteil ist ja der dann reinvestiert wird für diesen ganzen Wahnsinn der Verwertung des Wertes. Und dann könnte man ja sagen, naja, dann führt man halt Arbeitskämpfe, jetzt in leninscher Terminologie, trade-unionistische Kämpfe, hält irgendwie diesen Anteil möglichst klein, dann guckt man, dass man den Staat übernimmt, eben durch Putsch, das kommt dann noch, dass er das für nötig hält. Und dann ist eigentlich die Frage, was hat man dann noch für ein Problem damit, ne, im Grunde genommen. Also in erster Linie würde ich auch sagen, da ist schon die Implikation, in erster Linie geht es um eine politische Revolution, um eine Besetzung der Schaltstellen. Also meines Erachtens, ich würde dabei nun jetzt, also sowohl zu Lenins Zeit im Deutschen Kaiserreich, als auch sowohl dort als auch in den USA und Frankreich, sind andere Beispiele in diesem Buch. Ja. Da jeweils, als auch sowohl damals als auch heute, die kapitalistische Produktionsweise die vorherrschende ist, kann man von Monopolen höchstens sprechen als von einer Modifikation der Konkurrenz. Und zwar derart, dass es vorübergehende Vormachtstellungen gibt in einzelnen Branchen, die dann den Extra-Profit ermöglichen. Davon auch aber eben vorübergehende Vormachtstellungen. Wenn man das aber so denkt, dann kann man nicht mehr schließen auf eine Verschmelzung von Industrie, Banken und Staat. Und damit kann man auch nicht mehr Lenins politische Schlussfolgerung ziehen, die er genau daraus zieht, dass er das so denkt. Und damit komme ich jetzt zum vorletzten Punkt, und das ist Lenins Begriff des Staates. Die Ausgebeuteten, so suggeriert Lenin, neigten generell zu Protest und Auflehnung und zu selbsttätigen Bewaffnung zwecks militärischer Zuspitzung des Klassenkampfes. Deshalb macht die Spaltung in unversöhnliche Klassen den Staat notwendig, als eine, Zitat, besondere Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere, und zwar der Mehrheit durch eine Minderheit. Das bezieht sich bisher auf Staat und Revolution. Diese Zweckbestimmung, so betont Lenin, ist unabhängig von der Regierungsform, ob es sich nun um eine Republik handelt oder um eine Monarchie. Der bürgerliche Staat, das ist für Lenin also kein Staat des Kapitals, sondern ein Staat der Kapitalisten. In seiner Vorlesung über den Staat von 1919 wies Lenin nun auf Folgendes hin. Zitat: Der Staat war immer ein bestimmter Apparat, der sich aus der Gesellschaft heraushob und aus einer Gruppe von Menschen bestand, die sich nur oder fast nur oder doch hauptsächlich damit beschäftigten zu regieren. Die Menschen teilen sich in Regierte und in Spezialisten im Regieren. Das heißt also, wenn es Spezialisten im Regieren gibt, dann müsste man meines Erachtens den Schluss ziehen, dass die nicht unmittelbar eine Personalunion zumindest sein können mit den Kapitalisten. Ja? Also den Schritt geht ja Lenin auch mit. Und dann fragt sich aber, was bringt denn jetzt die Spezialisten im Regieren dazu, im Interesse der Monopolkapitalisten zu handeln? Und hier wird Lenin jetzt verschwörungstheoretisch und dunkel. Dann schreibt er, der Staat sei durch tausenderlei Fäden mit der Bourgeoisie verknüpft.
Die bürgerlichen Parlamente seien ferngesteuert durch Börse und Bankiers. Die Macht des Kapitals ist alles, die Börse ist alles, das ist ein Zitat. Das Parlament, die Wahlen sind Marionetten, Drahtpuppen, das über den Staat. Eine konkrete Angabe gibt es nicht in der explizit staatstheoretischen Ausführung, sondern die bereits angeführt in der Imperialismusschrift, also wie denn das nun gehen soll. Der Staat verschmelze mit dem Kapital, weil Verwaltungspersonal und Abgeordnete in Aufsichtsräten von Unternehmen zu finden seien. Das hatte ich vorhin versucht darzustellen. Also über dieses wechselseitige Sitzen in den Aufsichtsräten argumentiert dann eine Personalunion. Und über diese Personalunion macht er dann den Schritt zu, ja, das sind eigentlich Monopole. Und in diesem Sinne spricht er dann auch, ich hatte es schon mal erwähnt, in Staat und Revolution von einem Hinüberwachsen des monopolistischen Kapitalismus in den staatsmonopolistischen Kapitalismus. Das ist dann sozusagen der Abschluss der Verschmelzung zu einem Block. Ich würde sagen, da steckt einiges an verschwörungstheoretischen Potenzialen. In der Potenzial ist es auch ein Stück weit expliziert. Ich würde sagen, es ist eine offene Flanke in Richtung Antisemitismus und Stalin hat das dann auch entsprechend ausformuliert. Entgegen durchaus Lenins betonten Anti-Antisemitismus. Aber ich würde sagen, in der Theorie ist das durchaus immanent angelegt. Es gibt ja nachher die Möglichkeit zu diskutieren, wir müssen nicht immer zwischendurch die Augenrollen und Unmutsbekundungen reinholen. Also ich würde auch sagen, hier kann man auch ein bisschen festmachen, die Attraktivität des Leninschen Denkens. Also er fängt eben die staatsbürgerliche Empörung auf über die Gangster da oben, die Korrupten und so weiter. Und er knüpft eben an ein gängiges Vorurteil. Und Lenin erwähnt aber auch etwas, was gegen seine Darstellung des bürgerlichen Staates spricht, nämlich das öffentliche abstrakt allgemeine Recht. Und zunächst einmal gibt er ja zu, ja, alle sind vor dem Gesetz gleich. Er gesteht auch zu, die Wirklichkeit eines allgemeinen Wahlrechts. Doch zugleich überdeckt er dieses Problem, was sich dann stellen müsste, wenn man den Staat so denkt, wie vorher ausgeführt, mit starken Worten, nämlich mit Vorurteile, Betrug, Heuchelei. Man sehe daran, wie verfault, verlogen und heuchlerisch der Kapitalismus ist. Die formale Gleichheit sei eine bloße Fassade, wie der Bourgeoisie zur Tarnung ihrer Herrschaft und zum Betrug der Massen diene. In Wirklichkeit herrsche die Bourgeoisie mittels des Staates. Und dann kommen lange Tiraden über Betrug und so weiter. Und jetzt kommt ein ganz besonders bemerkenswerter Satz. Die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft, aus Staat und Revolution dieser Satz, die Freiheit der kapitalistischen Gesellschaft bleibt immer ungefähr die gleiche, die sie in den antiken Republiken war. Freiheit für die Sklavenhalter. Ich würde sagen, darin äußert sich ein mangelndes Verständnis für das Spezifische des bürgerlichen Staates gegenüber vormodernen Zentralgewalten. Eben indem er moderne kapitalistische Klassenverhältnisse gleichsetzt mit Sklaverei. In diesem Begriff von Lohnsklaverei, den Lenin überhaupt sehr gerne verwendet, ist auch negiert die moderne Trennung von Politik und Ökonomie. Dabei erwähnt Lenin selber die besondere Maschine, Staat, also den Staat als besondere Maschine, die eben von der Gesellschaft getrennt sei. Aber er projiziert dann wiederum die Existenz dieser besonderen Maschine zurück auf eine tausende Jahre währende Geschichte. Also in dieser Vorlesung über den Staat, dann wird im Grunde, also sozusagen beansprucht er mit seinem Staatsbegriff Gültigkeit schon weit, weit, weit in vorkapitalistische Verhältnisse zurück. Und zweitens ist eben damit übergangen, wie gesagt, die Rechtsform, die er halt überhaupt nicht ernst nimmt, sondern eben nur zu Betrug und Heuchelei herabsetzt. Und ich würde sagen, das ist verkehrt. Es gibt tatsächlich die formale Gleichheit im abstrakt allgemeinen Recht, ist nicht bloß Lüge und Betrug, sondern sie hat eine materielle Wirklichkeit im idealen Durchschnitt. Führt es keineswegs zu einer Affirmation des Rechts, sondern vielmehr muss man dann begreifen, dass gerade vermittelt über diese formale Gleichheit sich Ungleichheit und Herrschaft dann durchsetzen im Kapitalismus. Aber das ist eben eine Spezifik der Herrschaft in dieser Gesellschaftsformation, die sich gerade unterscheidet von solchen Sklavenverhältnissen. Und dann
gibt es ja doch eben eine Konkurrenz zwischen den einzelnen Kapitalisten, anders als in dieser Verschmelzungstheorie suggeriert. Es gibt die Kapitalisten als einheitlichen Block nicht, das kann man auch daran merken, dass es Lobbyarbeit doch durchaus für sehr gegenteilige in mancherlei Punkten Anliegen gibt. Also ob man jetzt irgendwie Atomkraft fördern soll oder eher ob mehr Geld in Solarzellen investieren und was da jetzt wichtiger ist oder so. Dann müsste man sich fragen, warum ist der bürgerliche Staat funktional für das Kapital, obwohl er nicht ein Instrument der Kapitalisten ist. Und dann müsste man gehen über so einen Begriff von Steuerstaat unter anderem. Und in der Folge, würde ich sagen, müsste man kommen auf eine Eigenlogik des Staates und müsste dann auch darauf abheben, also sozusagen versuchen zu erfassen, wie es dann kommen kann, dass der Staat gerade auch für das Kapital zuweilen dysfunktional handelt. Zum Beispiel, indem er eine restriktive Einwanderungspolitik betreibt oder eine traditionalistische Familienpolitik oder ähnliches. Und dann komme ich zum fünften und letzten Teil, zur leninschen Revolutionstheorie, woran ich die Frage anschließen möchte, wo bleibt die Emanzipation? Und ich möchte an dieser Stelle also nochmal betonen, was ich jetzt hier nicht ausführe, also das ist tatsächlich eine Stelle, wo sich zumindest in Teilen Lenin durchaus nicht nur auf Engels, sondern auch auf Marx beziehen kann. Nämlich in der Kritik des Gothaer Programms, ich würde sagen, also vor allem dann in dem zweiten Teil, also es geht jetzt darum, wie ist jetzt der Sozialismus als Übergangsbestimmt, also als Übergangsgesellschaft zum Kommunismus dann bestimmt, ja, also es gibt ja eben dieses bekannte Stufenmodell dann bei Lenin, nach dem Kapitalismus kommt erst der Sozialismus und dann der Kommunismus und zumindest die ökonomischen Bestimmungen, ein Stück weit auch die politischen Bestimmungen, da kann sich Lenin schon stützen auf die Kritik des Gothaer Programms. Ich würde bloß sagen, auch in der Kritik des Gothaer Programms ist, wie Marx sich den Sozialismus da vorstellt, problematisch. Da fällt er im Grunde zurück hinter seine Kritik der politischen Ökonomie und auf einen Standpunkt, den er selber unter anderem an Proudhon und an den Proudhonisten kritisiert hat zuvor. Aber gut, das nur als mehr als Randbemerkung. Also zunächst zur politischen Bestimmung des Sozialismus. Aus seinem Verständnis des bürgerlichen Staates zieht Lenin eine scheinbar radikale Konsequenz, nämlich, dass die Arbeiterklasse die ganze Staatsmaschine zerschlagen, zerbrechen, sprengen muss. Jetzt ist Lenin aber 1917 nicht zum Anarchisten geworden. Zwar strebt das Endziel eine Gesellschaft ohne Staat und Klassen an, aber die erste revolutionäre Aufgabe besteht ihm zufolge darin, die bürgerliche Staatsmaschine durch eine proletarische zu ersetzen. Und diese soll dann sofort beginnen abzusterben. Also ist dann, da bezieht er sich dann auf Engels. Und auch dieser proletarische Staat soll nach Lenin tatsächlich eine besondere Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere sein. Und zwar jetzt eben der Mehrheit der Ausgebeuteten, die damit mit dieser Staatsmaschine dann die Bourgeoisie gewaltsam niederhalten soll, die beständig droht, die alte Ordnung zu restaurieren. Was also soll denn nun genau zerschlagen, zerbrochen und gesprengt werden? Nach der Schrift Staat und Revolution gehören zur Staatsmaschine das stehende Heer, die Polizei und das Beamtentum. Also ein Staat mit Gewaltenteilung, die Exekutive und irgendwie kann man dann auch noch dazu sagen, auch deren politische Leitung. Ja, das kann man schon explizit dem auch noch annehmen. Die Judikative spielt da offenbar keine Rolle. Und das ist auch folgerichtig, wenn man dem bürgerlichen Staat als einzigen Zweck unterstellt, die aufmüpfigen Ausgebeuteten niederzuhalten. Die Beamten, gesteht Lenin ein, werde man noch eine Weile brauchen, aber man müsse, die alte Beamtenmaschinerie zerbrechen und sofort mit dem Aufbau einer neuen beginnen, die allmählich jegliches Beamtentum überflüssig macht und aufhebt. Zitat Ende. Als konkrete Maßnahmen nennt er dann unter Bezugnahme auf die Pariser Kommune vollkommene Wählbarkeit und Absetzbarkeit aller Amtspersonen, die Reduzierung der Gehälter aller Amtspersonen im Staat auf das Niveau des Arbeiterlohnes. Also einmal das. Und dann soll die Gewaltenteilung aufgehoben werden und die parlamentarischen Vertretungskörperschaften sollen aus Schwatzbuden in arbeitende Körperschaften umgewandelt werden.
wenn ich halte ich für einen ziemlich fatalen Sprech. Konkreter nennt Lenin jetzt für die, also was sind jetzt diese arbeitenden Körperschaften? Das sind die Sowjets der Arbeiter und Soldaten, Deputierten als neue Vertretungskörperschaften. Und dass das im engeren Sinne basisdemokratisch gemeint ist, also das kann man in Staaten und Revolutionen ein Stück weit so lesen. Ich würde sagen, auch da sind schon Zweifel angebracht. In späteren Schriften liest sich das überhaupt nochmal anders. Aber auch schon in Staat und Revolution heißt es, Zitat, durch die Erziehung der Arbeiterpartei erzieht der Marxismus die Avantgarde des Proletariats, die fähig ist, die Macht zu ergreifen und das ganze Volk zum Sozialismus zu führen, die neue Ordnung zu leiten und zu organisieren. Und wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, was ich jetzt hier eher außen vor gelassen habe, Lenins Konzeption von der kommunistischen Partei als Organisation der Berufsrevolutionäre, dann ergibt sich aufgrund dieses Zitats ja doch ein ganz anderes Bild, nämlich die Avantgarde des Proletariats, die ja dann wohl zunächst mal organisiert ist in der KP, soll das Volk führen. Und dann sollen die offenbar aber doch gewählt werden in diesen Sowjets, also hat man dann wohl die Auswahl aus diesem Pool dann zwischen verschiedenen Leuten, so, wenn man das jetzt versucht zusammenzuführen. Also des Weiteren sollen dann das stehende Heer und die Polizei aufgelöst werden und das Proletariat bewaffnet. Auch da stellt sich dann die Frage, meint er jetzt wirklich alle einzeln oder bestimmte bewaffnete Formationen? Die proletarische Staatsmaschinerie soll aufrechterhalten werden, Zitat, durch die Gewalt des Proletariats gegenüber der Bourgeoisie als eine Macht, die an keine Gesetze gebunden ist. Also soweit handelt es sich erstmal um eine rein politische Umgestaltung. Aber sehen wir weiter zu, was sind denn jetzt die ökonomischen Bestimmungen des Sozialismus? Und das ist nun zusammengefasst in diesem siebten und letzten Zitat auf dem Zitatenzettel. Und das ist in der Tat sehr weitgehend eine Paraphrase der Bestimmungen in der Kritik des Gotha-Programms von Marx. Die Produktionsmittel sind schon nicht mehr Privateigentum einzelner Personen, die Produktionsmittel gehören der ganzen Gesellschaft. Jedes Mitglied der Gesellschaft leistet einen gewissen Teil gesellschaftlich notwendiger Arbeit und erhält von der Gesellschaft einen Schein darüber, dass es ein gewisses Quantum an Arbeit geliefert hat. Auf diesen Schein erhält es ein gewisses Quantum Produkte aus den gesellschaftlichen Vorräten an Konsumptionsmitteln. Nach Abzug des Arbeitsquantums, das für die gemeinschaftlichen Fonds bestimmt ist, erhält jeder Arbeiter also von der Gesellschaft so viel zurück, wie er ihr gegeben hat. Also folgerichtig betont dann Lenin auch, das, was da vor allem anstehe in dieser sozialistischen Gesellschaft, sei Rechnungsführung und Kontrolle, immer wieder Rechnungsführung und Kontrolle, das kann er gar nicht oft genug betonen. Und zwar Rechnungsführung und Kontrolle, dass sie alle gleichermaßen arbeiten, das Maß der Arbeit richtig einhalten und gleichermaßen Lohn bekommen. Scheint also noch eine ganz schön schlimme Maloche zu sein. Und dass diese Rechnungsführung und Kontrolle beinhaltet dann auch eine Drohung gegen, Zitat, Müßiggänger, Herrensöhnchen, Gauner und ähnliche Hüter der Tradition des Kapitalismus. Wer sich also der rigiden Arbeitsdisziplin nicht beugt, muss mit einer ernsthaften Bestrafung rechnen, und zwar so, dass für alle die, Zitat, Notwendigkeit zur Einhaltung der unkomplizierten Grundregeln für jedes Zusammenleben von Menschen sehr bald zur Gewohnheit werden wird, was ich für einen Euphemismus halte. Und denn auch da wird ja im Grunde die Arbeit in so einem industriellen, in dieser industriellen Form, und dann wird sich auch noch zeigen, mit Fließbandproduktion und so weiter, was Herr Lenin affirmiert. Das wird also zu Grundregeln gemacht für jedes Zusammenleben von Menschen. Und das soll nun eingepaukt werden. So, und dann wird Lenin noch ein bisschen deutlicher, dass er dann sagt, denn die bewaffneten Arbeiter sind Menschen des praktischen Lebens und keine sentimentalen Intelligenzler und werden kaum mit sich spaßen lassen. Lenin führt in der Folge dann vor allem in der Zeit des sogenannten Bürgerinnenkriegs, das ist insofern nicht ganz richtig, weil es ja auch eine Reihe ausländischer Interventionstruppen gab, also in der Zeit dieses Krieges radikalisiert sich dann dieser Zug vom Terror, zum Terror, von dem ich gesprochen habe, hin zu einer tatsächlich dann Sprache der Vernichtung.
Die Bourgeoisie schreibt er dann, also das ist jetzt eine Zusammenstellung aus mehreren Schriften, ich kann dann gerne bei Bedarf, bei einzelnen Stellen nochmal nachweisen, wo das her ist. Aber wenn ich das jetzt einzeln mache, dann dauert das extrem lange. Die Bourgeoisie soll mit der Wurzel ausgerottet und vernichtet werden. Die erste Erscheinungsform der Unterdrückung der Bourgeoisie sei die Erschießung an Ort und Stelle. Im Verlauf des Absterbens werde diese Methode aber abgelöst durch das Gericht. Nun gelten Lenin-Intellektuelle als Lakaien des Kapitals. Als Feindgruppen definiert er neben den Reichen und den Intellektuellen die Diebe, die Gauner, die Müßiggänger und die Rowdies. Und ihnen gegenüber sagt er dann, also und die nennt er dann Geschmeiß, eingefleischte Schmarotzer, Überbleibsel der fluchbeladenen kapitalistischen Gesellschaft, Auswurf der Menschheit, rettungslos verfaulte und verkommene Elemente, Seuche, Pest, Eiterbeule, Volksfeinde, Parasiten, Ungeziefer, schädliche Elemente, Elemente der Zersetzung. Und denen gegenüber steht nun an, Ausrottung und Unschädlichmachung, die Säuberung unserer Reihen mittels Gewaltanwendung. Man brauche eine eiserne Hand, aber kein weichliches Gewinsel. Und jede Sentimentalität in dieser Hinsicht wäre das größte Verbrechen am Sozialismus. Kurz, es steht die, Zitat, Säuberung der russischen Erde von allem Ungeziefer an. Konkrete Vorschläge sind dann etwa ins Gefängnis stecken, die Aushändigung gelber Pässe nach Abbüßung der Freiheitsstrafe, damit das ganze Volk sie bis zu ihrer Besserung überwache. Und wenn dann keine Besserung in Aussicht ist, aber auch wenn doch Besserung in Aussicht ist und zuweilen auch mal spontan, wenn sich der Volkszorn wenn der sich äußert, dann heißt die Lösung immer wieder erschießen. Um es noch einmal zusammenzufassen, die Proletarisierten sollen malochen wie zuvor, nur dass sie dabei jetzt von gewählten Parteikadern überwacht werden. An die Stelle der Konkurrenz soll der eiserne Wille der Avantgarde des Proletariats treten, um die zuvor blinde Dynamik zu einer bewussten zu machen. Also es soll ja gesellschaftlich notwendige Arbeit berechnet werden. Das halte ich für einen Widersinn in sich. Es soll gewissermaßen der Wert willensmäßig reproduziert werden, der sich vorher nur herstellen konnte durch eine gesellschaftliche Dynamik. Also diese blinde Dynamik soll zu einer bewussten gemacht werden. Diese gesellschaftlich notwendige Arbeit, die soll dann auch irgendwie berechnet werden. Das ist eine absurde Vorstellung. Und da kann man dann auch dran denken, das ist nur so ein assoziativer Schlenker an Techniken moderner Unternehmensführung, so dass dann irgendwie den Einzelnen dann die Statistiken der Leistung vorgelegt wird und dann sozusagen, um sie unter Druck zu setzen. Ne? Also daran erinnert mich das ein Stück weit. Gut. Also auch der Konsum, nicht nur die Produktion, auch der Konsum soll der Rechnungsführung und Kontrolle unterworfen werden. Und wer sich der strengen Arbeits- und Konsumdisziplin nicht beugt, wird dem Mob ausgeliefert und hat nicht mal einmal ein positives Recht zur Verfügung, um sich vor dessen Gewalt zu schützen. Intellektuellen droht wie allen ehemaligen Mitgliedern der Bourgeoisie kein gutes Schicksal. Und das alles soll man wollen, nur wegen des vagen Versprechens, dass der neue Gewaltapparat gesetzmäßig von selber einschlafen wird. Und ich frage mich, warum sollte er das denn? Die Mittel werden vom fernen Endzweck vollkommen abgelöst, also die Wahl der Mittel zur Verwirklichung dieses Endzwecks, in der falschen Annahme, die Mittel berührten die Zwecke nicht. Es ist gerade seine große Elastizität, die Lenin immer wieder als besonders herausragende Eigenschaft zugeschrieben wird, unter anderem von Lukács, was ich sehr befremdlich fand. Und diese Elastizität ist es diese Elastizität, ja, mal erschießen und mal so. Und das empfiehlt Lenin auch anderen an. Und zwar, indem er dann schreibt, es fehlt nur eins, damit wir dem Siegel sicher und fest entgegenschreiten, nämlich, dass alle Kommunisten in allen Ländern durchweg und restlos die Notwendigkeit erkennen, in ihrer Taktik äußerst elastisch zu sein. Also ich würde sagen, auch vor diesem Hintergrund, wie der Sozialismus gedacht wird, wird auch der Ausblick auf die höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft schal. Denn was soll dann passieren in diesem Übergang? Diese angeblichen Selbstverständlichkeiten menschlichen Zusammenlebens sollen die Menschen dann so weit internalisiert werden, dass sie nicht mehr von außen diszipliniert werden müssen, sondern dass sie das schon verinnerlicht haben, sodass sie niemand mehr von außen dazu zwingen muss, sich zur Maloche zuzurichten. Und ich würde sagen, das ist eine Dystopie. Danke.